Hallo, ich sitze jetzt da beim Manfred Meierhofer, der Presseofficer vom Classic Grand Prix Schwanenstadt. Hallo. Hallo, grüß euch von 1000 PS. Freut mich, dass ich in Zonko heute erstmals bei uns in Schwanenstadt begrüßen darf. Das stimmt, das ist erstmals, aber ich ärgere mich fast ein bisschen, dass es erstmals ist, weil es ist wirklich ein Wahnsinn. Das ist unglaublich. Also der Klang der Motoren ist ein Wahnsinn, dann wie diese Motorradeln ausschauen, in welchen Schussdickheiten sein, Bock überhaupt nicht. Und ich meine, die legen um, das ist nicht schwach. Wie viele Starter hast du denn? Ja, es werden von Jahr zu Jahr oder von Termin zu Termin immer mehr. Wir haben mit 230 angefangen und haben gesagt, das ist Ende der Fahnenstange. Heute sind wir bei 280. Also das ist sensationell. Wir haben aber 320 Anmeldungen gehabt. Wir haben selektieren müssen, weil wo tun wir die ganzen Leute hin? Das ist echt toll. Und ich meine, man sieht es ja an die Zuschauer. Die Stimmung ist großartig. Das gefällt den Menschen einfach irrsinnig. Und ich glaube, was hast du, 17 Euro Eintritt, das sind sie bereit, das den zahlen. Ja, es ist auch eine Philosophie von uns, dass wir die Eintrittspreise möglichst human halten, weil wir wollen Stimmung. Stimmung geht über alles, sagen wir. Und das soll ja auch dieses Flair vermitteln, wie es vor 30 Jahren in Schwanenstadt war. Da hat sich auch alles um Straßenrennen gespielt, da war Full House und die Akteure, sprich die Rennfahrer, haben das geschätzt und die haben das auch honoriert mit ihren Leistungen. Das ist um und auf. Ja, das verstehe ich, weil wenn du irgendwas machst und du machst es toll, dann willst du natürlich, dass da jemand zuschaut und wenn du merkst, na gut, das sind Leute, denen taugt das voll, na dann gibst du alles. Auch wenn es ein Gleichmäßigkeitsrennen ist, angeblich. Ja, angeblich ist es ein Gleichmäßigkeitsrennen, aber die Leute, die was da am Start sind, die schalten dir ja dann die Erinnerungen ein, wie es vor 30 Jahren waren und die aktuelle Vorgabe wird gleich ausgeblendet. Also da wird gefahren, Messer zwischen den Zähnen, wenn man das anschaut, wie die Beiwagen rundum ziehen, da kriegst du nasse Augen. Nein, ich hab tatsächlich ein paar Momente gehabt, wo es mich richtig geschreckt hat und wo ich so Gänsehaut gekriegt habe. Aber es ist so, ich bin auch wirklich großer Fan geworden, ich schaue mir das jetzt sicher jedes Jahr an und finde es das großartig, dass man sowas noch machen kann. Ist das politisch nicht schwierig? Ja, da hat natürlich die Motorsportvereinigung durch diese Historie, der Bürgermeister von Schwanenstadt ist Gründungsmitglied der Motorsportvereinigung, also da sind einmal die Grundlagen einmal gelegt und die Motorsportvereinigung hat in der ganzen Vergangenheit ihre Veranstaltungen immer so ablaufen lassen, damit es nichts gibt. Und damit hat man einen gewissen Bonus erhalten bei den Behörden. Wir sind auch mit der OSK, diese Veranstaltung heuer ist das erste Mal unter Hoheit der OSK. Es gibt eine Racecard-Veranstaltung, also jeder Teilnehmer hat eine Racecard. Und damit schafft man sich eine gute Ausgangsposition bei den übergeordneten Behörden, die sagen, jawohl, wenn das so abgehandelt wird, dann können wir nicht unsere Hände hinten verstecken und sagen, das lassen wir nicht durch. Also so muss man agieren als Verein. Man muss alle an einem Tisch bringen und sagen, machen wir was Gescheites, wir versuchen das Beste. Da geht es nicht, wir sind nicht bestrebt, dass wir irgendwann abzocken oder irgendwann hinters Licht führen. Das muss eine seriöse Veranstaltung sein. Und damit hat man gewonnen, sage ich. Also wie gesagt, ich bin echt begeistert und ich nehme an, selber wirst du auch wirklich zufrieden sein heuer, oder? Ja, wir sind immer zufrieden, wenn das Wetter halbwegs passt, wenn die Leute begeistert sind, wenn die Fahrer begeistert sind, wenn man sagt, der siebenfache Seitenwagen-Weltmeister Rolf Billand, der kommt nur zu uns und sagt, diese Stimmung, dieses Flair, das hat es vor 30 Jahre gegeben und dann ist es runtergegangen, weil dann waren die Rennen nicht mehr in diesem Ausmaß machbar. Und der sagt, das ist es. Da, das ist, wie man früher
Straßenrennen veranstaltet hat, so ist es heute. Ja, das ist wirklich beeindruckend und ich nehme an, ganz sicher, das wird es auch in den nächsten Jahren geben. Ja, wir haben einen Zwei-Jahres-Rhythmus von den Fahrern, wird ja proklamiert, jedes Jahr das zu machen, aber nein, wir machen einen Zwei-Jahres-Rhythmus, um dieses Interesse hochzuhalten und wir haben ja außer Motorrad, Straßenrennsport ja was anderes auch und wir haben ja Motocross und wir wollen ja Offroad auch dieses Klientel bedienen und mit ordentlichen Veranstaltungen realisieren und da, wir haben nicht diese Kapazitäten, dass wir im Jahr zwei Veranstaltungen auf solchem Level machen. Nein, ein Jahr das, ein Jahr das und damit hat das Sache ein gutes Ende auch. Weißt? Und das kommt auch beim Publikum an und man überfordert die Leute nicht. Weißt? Du musst immer dieses gewisse ja, Prickeln in die Leute erhalten und dann sagen und immer wieder was Neues bringen. Weißt? Ob das jetzt vor zwei Jahren der Rolf Billand war oder mit dem Klaus Klaffenböck diese Matches am Beiwagen, wo jeder gesagt hat, ich traue mir gar nicht mehr zuschauen, weil die fahren ja um die Weltmeisterschaft, weißt? Ja, ja. Und heuer, der Freddy Spencer, der ist ja in Österreich das letzte Mal 1985 gewesen, wo er seine Weltmeistertitel eingekampstert hat. Und das sind halt Leute, die machen schon das Krautfett, wie man so schön sagt. Freddy Spencer, ich meine, das ist ein Wahnsinn. Klaff ist natürlich auch irrsinnig toll, weil der hat ja wirklich viel gerissen. Ich meine, der hat dreimal die TT gewonnen, dass es noch da reden hat. Und mit dem Billand habe ich eh auch kurz sprechen können, das ist natürlich ein Wahnsinn, dass du siebenmal Weltmeister bist und diesen Motor, den er da drinnen hat, 500, Zweitakt mit 200 PS, no. Ja. Na Manfred, ich danke dir auf alle Fälle sehr. Ich bin in zwei Jahren hundertprozentig wieder da und für morgen, fürs Rennen wünsche ich euch alles Gute. Aber die Veranstaltung ist wirklich ein großer Erfolg. Kann ich gratulieren. Danke sehr, gell? Dankeschön. Danke.